So, durchpusten. Bremen gegen Mainz und was für ein Frühstart für die favorisierten Bremer in diesem Spiel hier. Das war Liam Bennett-Kümmeritz mit dem ganz frühen 1-0 für die Mainzer. Da sehen wir es nochmal. Für die Bremer gegen Mainz. Also die Bremer ja nach einer tollen Vorrunde mit 9 Punkten. Schon der Favorit gegen Mainz, die mit 2 Punkten teilweise auch überzeugt haben. Aber Werder sicherlich der starke Block um Top, der hier wieder am Ball ist. Der in der Scorerwertung ganz, ganz vorne mit dabei sein dürfte. Das könnt ihr nachgucken unter www.freewcup.de. So ist es auch. 9 Scorerpunkte. Ah, top. Und die Bremer das 2-0. Doppelpack. Liam Bennett-Kümmeritz mit dem 2. Treffer. Also 9 Scorerpunkte für Keke Maximilian Top. 5 Tore, 4 Assists. Auf Platz 2 Eyüp Aydin mit 6 Scorerpunkten. Genauso wie Timo Piel und Sean Busch. Piel von Gladbach, Busch von VfL Wolfsburg. Also Top hier gerade im Turnier. Das Maß aller Dinge. Brauchte aber noch gar nicht eingreifen. Weil Kollege Kümmeritz pünktlich hier zum Achtelfinale auch richtig aufgedreht hat. So, grenzwertiges Duell, richtige Entscheidung von Christian Westermann. Wahl Richtung Bande. Top will den Ball ablegen. Klassischer Mittelstürmer. Nicht nur hier auffällig, hat schon 17 Saisontore in 15 Meisterschaftsspielen erzielt. Ist mit Abstand Erster in der Torjägerliste in der Regionalliga Nord. Also die Nummer 11 vom SV Werder Bremen. Auch da das Maß aller Dinge im Offensivbereich, wo die Bremer ja in der Regionalliga auf Platz 2 eine richtig gute Saison spielen. 4 Punkte da vor dem HSV. Beste Defensive der Liga. 34:11 Tore. Im Derby gegen die Hamburger gab es ein 1-1 im Ligabetrieb. Mainz auch in der Regionalliga aktiv im Südwesten. Auch die Mainzer Tabellenzweiter. 37 Punkte in 16 Spielen. Punktgleich sind die mit dem Spitzenreiter, dem 1. FC Kaiserslautern. Also da geht es noch um die Meisterschaft. Wobei das ja im Jugendbereich sicherlich auch immer etwas untergeordnet ist. Vor allem geht es um die Entwicklung der Spieler, um eine bestmögliche Vorbereitung, um eine maximal hohe Durchlässigkeit in den Seniorenbereich. Ein Verein mal gesagt, ein Jugendtrainer, meine Titel sind die Anzahl an in den Profifußball gebrachten Spieler, die wirklich Fuß fassen in der ersten Liga. Das ist ja das eigentliche Ziel der Jugendarbeit. Aber na klar geht es auch ein Stück weit um Prestige. Und natürlich sind die Jungs ehrgeizig genug. Das sehen wir auch hier, um unbedingt auch Titel gewinnen zu wollen. So, Westermann eindringlich im Smalltalk mit Mathis Richter. Alles geklärt. Freundschaftsanfrage verschickt. Starker Abschluss von Richter. Bremer ja mit einer großen Turniergeschichte. 19. Mal dabei, also nur 2 Ausgaben verpasst.
zweimal im Finale gestanden, zweimal dieses Turnier gewonnen. So ein tolles Spieler hier gehabt. Dennis Diekmeyer war hier. Ja, für Werder Bremen. Verbindet man immer mit dem HSV, aber in der Jugend in Bremen gespielt. Niklas Füllkrug hat hier gespielt. Felix Wiedwald, kennen wir auch noch den Keeper. Er war 2006 hier in Lübeck auf der Platte. Und hier die nächste Offensivaktion der Bremer. Lattentreffer jetzt. Ein bisschen Pech für die Mainzer. Die Mainzer mit 8 Turnierteilnahmen. Dementsprechend nicht ganz so viele Spieler, die man wirklich kennt. Vielleicht Christian Matenia, den Torwart, 2007 hier gewesen. Riedle Baku, vielleicht auch noch im Begriff, an Kiel ausgeliehen, U21-Nationalspieler. Er war 2014 für die Mainzer hier in Lübeck auf der Platte. Bremer und auch die Mainzer waren letzte Woche schon aktiv in Dettelbach beim Norit Cup. Das ist so das größte U16-Turnier in Süddeutschland. Die Mainzer 6. Platz gegen Bayern, da unter anderem 3-3 gespielt. Spiel um Platz 5, damit 1-4 gegen Frankfurt verloren. Die Bremer sind 2. geworden und Kicketop, der ja auch schon sensationell auftrumpft, ja auch Topscorer ist, wurde da in Dettelbach als wertvollster Spieler des Turniers ausgezeichnet. Die Wahrscheinlichkeit, dass er diesen Titel auch hier einheimst, ist nicht so klein. Ich dürfte gleich auch wieder auf die Platte kommen. So, Mainz mittlerweile mit dem 5. Feldspieler. So, Abschlag geht über das Tor. Frecher Versuch von Mio Backhaus. Ja, ja. Nationalspieler, genau wie Liam Bennett Kümritz. Der hier beide Tore erzielt hat. Also auch er im erweiterten Kreis der Nationalmannschaft. Nächster Schussversuch. Von innen raus. Mainz fällt spielerisch wenig ein. Jetzt geht's mit der Brechstange. Das Duell an der Bande. Also Bremen derzeit souverän unterwegs. Die Bremer wieder im Angriff. Jetzt auch wieder mit Block Nummer 1 auf der Platte mit Niklas Tippe mit Top, der hier in der Ecke wieder aktiv ist. So, Ball zurückgelegt.
über ihn haben wir noch kaum gesprochen. Bremens Nummer 10. Auch er mit einem ganz tollen Auftritt. Ricardo Felipe Schwarz, da ist er wieder am Ball. Hier gefoult, ganz quirlig. Ja, 2 Minuten, Foulspiel an der Bande, völlig richtig. Das war die Linie von gestern, diese Duelle, weil einfach viel zu viel passieren kann. Und deswegen die richtige Entscheidung von Christian Westermann, ihn hier für 2 Minuten runterzuschicken. So, also Bremen jetzt ganz nah dran am Einzug in die nächste Runde. Müssen die Überzahl sauber ausspielen, bestenfalls bis 3-0 machen. Und dann wird es für Mainz schon extrem schwer. Wichtig ist jetzt, dass sie es ausspielen. So, Schwarz attackiert. Foulspiel. Da hat Top defensiv etwas gepennt. Klasse rübergelegt. Und dann Top macht den Fehler wieder gut. Gewinnt den Ball. So, ist das der Dreierpack? Schwarz drückt ihn rüber. 3-0. Da lacht er. Und das sieht alles noch angespannt aus. So, er freut sich. So, nächste Einzelaktion. So, hier sehen wir das Tor nochmal. Klasse gemacht, rübergelegt. Ja, schwer zu sehen. Ich glaube, Schwarz war es, der die Fußspitze noch dran bekommt. Ansonsten wäre es der Dreierpack gewesen von Kümmeritz. Also starker Auftritt hier im Spiel. Das ist Top, wie wir ihn kennen. Das ist Kümmeritz mit der nächsten großen Möglichkeit. Also der dreht richtig auf. In dieser Runde. Letztendlich ist es dieser Block hier. Der andere hat es gut verteidigt. Banalschiche gesetzt. Die Offensivmomente setzt. Dieser Block. Und das ist Top. Der Topscorer. Der sieht immer so aus, als wäre er schon völlig platt und gar. Man hat gesehen, dass das Tor frei ist. Er pustet immer und schnauft. Und wenn der Ball in der Nähe ist, dann geht es auch weiter. Also auch da klassischer Mittelstürmer. Macht großen Spaß. 4-0 Werder. Hoch souverän, hoch verdient. So, hier sehen wir es. Tor frei, klasse die Drehung und dann Wahnsinn. Direkt abgezogen, Außenriss mit einbezogen. Also technisch und Abschluss stark einfach. Unglaublich gut. Wie gesagt, Lobeshymnen auf Spieler. Ich bin da eigentlich kein Freund von. Bei ihm kann man sich schlichtweg nicht verkneifen. So, lauert das schon wieder in der Spitze. Bremen macht's gut. Viel Ballkontrolle. Der Ball zu tief. Kümmere zum Top-Missverständnis. So. Also Werder auf dem Weg ins Viertelfinale. Wir können den Blick deswegen schon mal weiternehmen. Würden auf den Sieger aus Düsseldorf gegen Köln treffen. Das Rheinland-Derby. Also der Sieger aus Düsseldorf, Köln, trifft im Viertelfinale auf Werder Bremen. Ihr könnt das aber auch nachlesen auf www.freewaycup.de. Da der Live-Score. Die Topscorer abzulesen, alle Ergebnisse, nochmal die Abschlusstabelle der Vorrunde, die Paarung in den K.O.-Spielen und. Alle Statistiken, alle Aufstellungen vor allen Dingen zu finden. Einfach freewaycup.de klicken, ab in den Live-Score. Und ihr seid bestens informiert. Also letzte Minute läuft. Beeindruckende Leistung. Wir verabschieden uns schon mal. Die Zeit haben wir jetzt ja von Mainz 05. Also 1-3 gegen HSV verloren. Das kann man machen, weil die Hamburger waren stark. Gladbach 2-2, Leipzig 3-3 und dann 1-2 gegen Hertha verloren. Sie waren nicht so weit weg von allem. Aber letztendlich hat es dann nicht ganz gereicht für den Tabellenzweiten der Regionalliga Südwest. So, die Bremer kommen noch mal.
Sie bestätigen die gute Form. Zeit angehalten, weil Bremen Zeit dabei etwas Probleme hatte. Schiedsrichterball, weiter geht's. Ballbesitz für Bremen. 20 Sekunden auf der Uhr. Die Halle applaudiert dem verdienten Sieger dieses Spiels. Nochmal Foulspiel von Nicolas Engels. Und das war's. Glückwunsch an die Weser. 4-0. Tolle Leistung gegen Mainz 05. Und herzlich willkommen im Viertelfinale. Herzlichen Dank aber auch Mainz 05.